Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Video. Ja, wir haben es geschafft. Wir sind endlich ganz oben hier in unserer Nahrungskette angekommen. Wir haben uns den Baum nach oben gekämpft bis zum E100. Und ja, da steht da das große dicke Haus, an die 150 Tonnen schwer. Und ja, der Skin hier, dieser 3D-Stil, muss ich sagen, auch wenn er ein bisschen abgespaced ist, fällt er mir ganz gut. Ich stehe eigentlich eher so normalerweise auf realistischere Skins und nicht so ein ja, abgespacedes Zeug. Aber dem muss ich sagen, hier steht halt ganz gut. Da haben sie halt ganz gut gemacht. Auch hier mit diesem Blitzen hier an der Seite, die sich durchziehen. Eigentlich ganz cool. War mal Teil vom Battle Pass. Und ja, der muss ich sagen, ist ganz gut geworden. Ja, kommen wir zum Auto an sich. E100. Ja, muss ich sagen, ihr mischt die Gefühle ganz stark auf alle Fälle. Ihr mischt die Gefühle. Ich will ihn mehr lieben, als ich ihn manchmal lieben kann. Und das liegt einfach daran, dass er absolut nicht mehr metatauglich ist. Er ist einfach viel zu groß, viel zu schwer, viel zu träge und an ja, gewissen Stellen, an wichtigen Stellen zu schlecht gepanzert. Würde ich sagen, gehen wir mal erstmal auf die Kanone ein. Wir haben hier zwei Kanonen, können wir verbauen. Einmal können wir die Kanone hier vom E75 verbauen. Aber ich fahre ihn lieber mit der großen Kanone. Die vom E75, die ist halt nochmal, lädt schneller nach, hat eine höhere DPM, eine geringere Streuung, eine kürzere, schnellere Zielerfassung. Aber hier haben wir einfach 750 Schaden, die wir raushauen, und einen etwas höheren Durchschlag. Also Standarddurchschlag ist gleich, aber wir haben auf der Standard- oder auf der Kleinkanone haben wir 311 auf der Premium. Wie beim E75 halt. Und hier haben wir eine Heat mit 334 Durchschlag. Ja, Nachladezeit standardmäßig 20 Sekunden. Und in unserem Ausbau jetzt hier sind wir bei 16,44 Sekunden. Was schon sehr, sehr lange ist. Das werden wir auch im Effekt sehen. Dauert teilweise wirklich einfach zu lange. Ja, aber wenn wir da mal einen Schuss raushauen, dann kann es ordentlich wehtun. Aus diesem dicken Rohr hier vorne kommt ordentlich was raus. Auch wenn man vorne hinguckt, dann sieht das doch für den Panzer recht klein aus irgendwie, aber das ist doch schon ordentlich und das kann gut wehtun. Ansonsten haben wir eine Zielerfassung jetzt hier von 2,24, eine Streuung von 0,37 und das steht ihm eigentlich ganz gut. Ja, hier mit diesem ganzen Setup hier kommen wir auf einen mittleren Schaden von 2700, was ja nicht so doll ist, aber kann man mitarbeiten. Ärgerlich ist halt nur, wenn man halt nicht penetriert. Irgendwo hängen bleibt, weil man die Heat einsetzt oder so in der Schottpanzerung hängen bleibt, dann ja, zieht sich das doch schon recht lange, bis man endlich wieder Schaden an Mann bringen kann. Ansonsten, unser großer Gefährt hier hat 2700 Strukturpunkte, eine Wandpanzerung von 200 mm. Oberwanne ist ähnlich wie beim E75, da prallt alles ab. Unterwanne, da geht vieles, vieles durch, ganz, ganz vieles. Und wenn wir uns anwinkeln, dann bleibt hier alles entweder in der Schottpanzerung oder in der Kette hängen. Turmpanzerung, wir haben 270 mm an der Front. 270 mm an der Front kann gut sein bei der Standard-Moon, aber da auf Stufe 9 und Stufe 10 schon viele, also Stufe 10 fast alle, gerade die russischen Panzer hier Heat-Munition ab 340 Pen aufwärts haben, schießt uns hier jeder durch. Das heißt, wir müssen an sich immer anwinkeln, uns immer so angewinkelt hinstellen, da bringen auch die 150 mm Turmpanzerung richtig viel. Da prallt, wenn wir uns so hinstellen, prallt alles ab hier an der Seite, hier an der Seite. Aber zum Schießen müssen wir uns eindrehen und dann geht hier an den Turmbacken hier alle durch die große gerade Fläche. Wäre schön, wenn Wargaming da vielleicht mal ein bisschen gegensteuern würde. Sag mal so, ich weiß nicht, 310 mm oder so, würden die mehr ins Hut stehen. Wir haben bei den Russen teilweise 300 plus Millimeter Panzerung und dann ist ja noch angerundet. Und wie und hier haben wir, wie gesagt, 270. Na, Kran, Platte. Ein bisschen unlucky. Dann, wenn jemand wenig Pen hat, kommt er in der Regel hier oben durch, dieser Balken. Und der Turmdach ist an sich auch recht dünne. Da kommt man auch easy durch. Ja, so viel zur Kanone und zur Panzerung. Er ist schwer. Wir haben 1200 PS. Ist aber viel zu wenig für dieses riesige Pferd. Wir haben 30 km/h vorwärts. Die erreichen wir auch auf der Geraden. 15 km/h rückwärts. Aber das ist halt wirklich langsam und bis er mal aus dem Moostopf kommt, dauert das eine Weile. Tarnung haben wir natürlich nicht und in dem Ausbau hier haben wir 444 Meter Sichtweite. Ich hatte schon zwei schöne Videos für euch aufgenommen oder zwei Replays eigentlich am Start. Die sind aber leider durch den Patch 1.2, der jetzt kam,
Kann ich die leider nicht mehr abspielen. Deswegen habe ich heute vier neue Runden für euch schnell mal gedreht und habe da die beiden interessanteren Runden rausgenommen. Ja, habe jetzt hier aus den vier Runden eine Durchschnittswertung von 11.000 und ja, Siegrate halt durchwachsen 50%, mittleren Schaden 2.500, damit er mal so einen groben Überblick kriegt, wie er bei mir so läuft, wie er bei mir so geht. Dass ich euch jetzt hier nicht nur irgendwelche Superrunden zeige. Ja, ansonsten, was wäre hier halt im Schaden abgewehrt? Ja, 2670 mittlere abgewehrter Schaden. Also, wie gesagt, wenn wir uns so anwinkeln, prallt schon so einiges ab. Dann würde ich sagen, genug geredet und starten wir in die erste Runde. Viel Spaß. So, erste Runde in unserem wunderschönen blauen E100 auf Paris. Ja, also dieser blaue Skin, muss ich sagen, gerade mit diesem Blitzen da an diesem Schild dran, sieht ganz cool aus. Hier fällt mir echt gut. Und ja, Paris gibt es eigentlich nur eine Position für uns. Ab in den Süden, an den Heavy Spot ran. Alles andere ist eigentlich eher sinnbefreit mit dem großen, dicken Auto hier. Und ja, da treffen sich sowieso die Heavys. An anderer Stelle würden wir uns vielleicht die Ketten in die Wanne stehen und sinnfrei rumwarten oder würden uffeln und ruffeln. Naja, bei dem dauert es ein bisschen, bis der drauf fehlt. Er fängt sich ein paar. Aber ja, warte mal. Wir haben bei uns im Team ein 116 F3. Keine Ahnung, was das sein soll. Eine Maus haben wir noch und ein 277 als Heavies. Und im Gegnerteam haben wir zweimal AMX-50B, E100 und VZ. Und da haben wir einen Centurion Action X direkt vor uns. Mal gucken, ob wir da was draufkriegen. Da ist er, da fährt er lang. Aber hätten wir jetzt mit der Heat geschossen, wären wir wahrscheinlich an der Bank hängen geblieben. Da. Ja, auch schön. AMX-50B, er prallt ab. VZ prallt auch ab. VZ prallt zweimal ab. Also, wie gesagt, wenn wir hier gut stehen mit dem Turm denn, und mit der Wanne, dann kann ich auch gut was abprallen. Und ja, da drum ist immer so schön mal mit dem Schießen. Das ist immer, ich mag das Geräusch. Rum. Das ist ein schöner. Ja, das prallt auch ab. Sehr gut, sehr gut. Na komm, gib mir nochmal schön das Rumsten hier und. Bom. Also der Sound, da prallen sie auch nochmal wieder ab, der Action X und der 1516. Der Sound von der Gun ist einfach geil. Also schon alleine deswegen muss man die große Kanone auspacken. So, das kam mal durch. Also wie gesagt, wir sind ja halt nicht unverwundbar. Angewinkelt prallt schon ein ab. Oh, das ist unser UDES rausgegangen. Ist nicht gut. Angewinkelt prallt vieles ab, fast alles. Wenn man im richtigen Winkel steht, geht wie gesagt nicht durch. Aber spätestens zum Schießen müssen wir. Ja, schön, reine 841 in den Centurion. Wenn wir schießen wollen, genau, müssen wir halt die Turmfront zum Gegner drehen. Und dann ist natürlich Oll. So. Was haben wir denn hier? Da unten stehen die alle. Gucken wir mal, ob wir da mit draufkommen. Den 277 unterstützen. Oh, 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 ja. Ja, da haben wir uns zwei gefangen. Aber es ist halt auch viel eine Kette geblieben. Wir haben jetzt hier schon ja, knapp 4000 Schaden abgewehrt. Innerhalb von 2,5 Minuten. Abwehrpotenzial ist auf alle Fälle da. Aber haben auch schon die Hälfte unserer HP eingebüßt. Also er verzeiht halt nicht alles. So, VZ. Ah, oh, AMX, ja, komm, bewegen. Ja, los. Ah, ich sehe doch schon den Rohr AMX, komm. Ah, schade, er dreht ab. Oder? Nee. VZ. Oh, Udes. Ah, schade. Vorbei. Gerade hier gegen den Stein hier vor mir geschossen. Oh ne, jetzt kommt der 50B da oben rum. Gucken, gleich mal anwinkeln hier ein bisschen. Ah, schade, FV hat er mit unterstützt, hat ihn rausgenommen. Und? Ja, nochmal eine 743 in den AMX hält. Aber unser 116, ja, der wird jetzt auf den Sack kriegen. Jetzt drücken sie da rum. AMX, ja, daneben, daneben. Der Reload ist halt elendig lang. Das ist halt wirklich das Ärgerliche hier. Komm, AMX. Oder Udes, wenn sich der AMX versteckt. Gucken wir mal auf den Udes. Komm, und. Hebt uns eine. Ja, aber wie eben auch. Sehr schön. 683. So. Ja, jetzt überrennen sie den, aber. Ja, AMX kommt rum. Obwohl der gut kassiert. Ah, komm, komm, komm. Ah, ey. Eine halbe Sekunde zu lange nachgeladen. So ein Scheiß.
So, AMX hofft das Spiel, guckt raus. Ja, vorbei. Komm, komm, komm. Nur in der Kette hängen geblieben. Und er kommt durch. Ja, mit Premium Moon, wie gesagt, kommen sie halt alle durch den Turm oben durch oder halt spätestens durch die Unterwand. Jetzt kommt er rum und wir laden halt zu lange nach. Ah, hier dann noch inner. Und da gehen wir raus. Ja, so schnell kann es gehen. Da liegen wir auf 14-7 hinten. Also wird definitiv eine Niederlage. Haben ihr aber in den 4,5 Minuten haben wir gut 3000 Schaden gemacht. Über 4.500 abgewehrt und 674 unterstützt. Und dann würde ich sagen, gehen wir in die zweite Runde. Ja, da sind wir in der zweiten Runde hier auf Malinovka. An sich keine Map für so ein großes Ticket-Eisenschwein. Aber gegen 8er geht es. Und der große Vorteil, wir haben keine Arti bei. Trotz allem, am Berg hier oben sind wir eigentlich erstmal schlecht aufgestellt. S-Kong als Beispiel ist uns klar überlegen, wenn er sich Halter unten hinstellt. Aber wir sind hier in einer breiten Masse, fahren wir hier nach oben. Viele, viele andere Autos mit dabei. Und ja, mit dem Auto hier werde ich nicht bis ganz oben rüberfahren. Ich werde hier, wir haben ja noch diese Zwischenebene hier oben. Da werde ich rauffahren. Da ist, sag mal, meine Position mit dem EN100. Weil, wie gesagt, ich brauche mich nicht Halter und stellen, wenn ein T57, ja, weiß ich nicht, den haben sie jetzt auch gebufft mit dem neuesten Patch. Weiß ich gar nicht, wie gut der jetzt ist. Aber ein S-Kong, weiß ich auf alle Fälle, schießt uns easy vorne durch den Turm. Und ja, wir haben es dann ein bisschen schwerer, dadurch zu kommen. Deswegen, alle fahren hoch, ich fahre unten lang. Jetzt haben wir noch einen Centurion Action X aufgemacht. Da unten ist er. Na. Ich bin an ihm abgeprallt und er kommt natürlich durch. So, war dann durchgeschossen durch die Wanne, glaube ich. Ja, vorne. Da vorne sehen wir ein kleines Loch, da hat er uns durchgeschossen. Von da unten wird durch den Turm schwer, weil der Winkel nicht passen würde für ihn. Er hat Probleme, uns zu penetrieren, aber Wanne ist natürlich easy für ihn. Und, naja, vorbei. Aber wir haben beide vorbeigeschossen, von daher okay. So, dann schieben wir uns hier mal weiter vor. Und so haben sich oben alle in Stellung gebracht. Der Gegner ist in der Zufahrt an der Bergkante stehen geblieben. Sehr gut. Und jetzt gucke ich mal hier rum. Und ja, mein erstes, oberstes Ziel ist natürlich, in erster Linie erst auf den gefährlichsten Gegner zu gehen. Ah, Löwe. Okay, der hat mich jetzt davon abgehalten. Ja. Löwe, Haldorn ist auch schwierig für uns. Wenn wir wirklich nur die Turmfront haben, haben wir da auch unsere Probleme, bei ihm durchzukommen. Ich habe jetzt erstmal nur AP drin, wegen dem S-Kong. Weil der S-Kong so viel Schottpanzerung hat. Also Zusatzpanzerung an der Seite. Deswegen ist es da schwierig, ihn mit Heat zu penetrieren. Und deswegen habe ich AP geladen. Um ihm, wie jetzt. Ja, schön in die Seite zu schießen. So, gut, haben wir ihn in der Mitte hier. Chrysler GF, Indien prallt ab. Der macht mir da überhaupt keine Sorgen, der Indien. Der hat eigentlich gar keine Chance. Aber Chrysler hat eine gute Gun Depression und Löwe auch. Und sind beide sehr turmstark. Ich habe jetzt immer noch AP drin. Gucken. Ich habe jetzt mal geguckt, ob ich auf ein Weichet komme. Ein Weichet Ziel. Nee, aber sind alle viel zu hart hier. Wir sehen es, die prallen hier alle ab. Oh ja, da, der Stritzwagen-Car hat sich da angeboten. Aber jetzt sehen Sie, Löwe kommt auch easy durch uns durch. Indien prallt ab. Chrysler. Ja, Chrysler kommt nicht weit hier noch vor, der hat Angst gehabt. Aber hier haben wir jetzt auch innerhalb kürzester Zeit 2000 Schaden abgewehrt, aber haben auch die Hälfte unserer HP eingebüßt. So, 1400 Schaden auf der Uhr. 2 Treffer haben wir gemacht. Das ist der Löwe. Und wir sehen es frontal, ist der Löwe halt wirklich der Standard-AP sehr, sehr rot. Also können wir kaum durch. So, Chrysler, ja, der zeigt uns schön die Seite. Das ist natürlich eine Einladung vom Feinsten. Ich weiß nicht, wieso er das jetzt gemacht hat. Der Löwe wieder bei uns durch, also wirklich immer wieder. Der macht zwar nicht viel Schaden, aber sag mal, auf Dauer, wenn er 3, 4, 5, 6, 7, 8 Treffer landet, dann schießt er uns auch runter. So, jetzt schiebe ich mit Wrack vor mir her, um halt die weiche Unterwanne zu verstecken. Ich glaube, der kam auch immer durch die Unterwanne durch. Chrysler ging man nicht durch. Ja, da unten sehen wir die ganzen kleinen Löcher in der Unterwanne. Am Turm ist nichts. Hier in der Seite haben wir ihn, aber ansonsten gingen die Treffer eher durch die Unterwanne. Deswegen verstecke ich die jetzt hier. Löwe, seitlicher Turm mit Heat und ja, sehr schön. Da kommen wir durch.
2800 Schaden. Und er guckt weiter zur Seite. Aber wir brauchen halt einfach zu lange, um nachzuladen. Und da geht er raus. So, CS59 haben wir da hinten. Ja, sehr schön. Also auf Distanz ist die Kanone auch recht zuverlässig. Da kann man wirklich entspannt einzielen. Dann trifft man in der Regel auch da, wo man hinschießt. Oh, Centurion. Kriegen wir den? Na? Einzielen. Ah. Na, ist abgebogen. Da war der Schuss zu langsam. Die Geschwindigkeit einfach zu langsam. Wir haben hier eine Geschwindigkeit von 600 Metern die Sekunde. Ist halt nichts. AP 757. Also man muss schon, ja, ordentlich vorhalten oder wissen, dass der Gegner stehen bleibt. Aber man trifft in der Regel, trifft man dahin, wo man hinzielt. So, dann fahren wir jetzt hier mal runter. Haben wir noch einen Kunze. Was ist noch ein Udes? Ja, wir sind offen. Ja, vom Kunze, genau. Ja, der fährt zurück. Ja, und da geht er raus. Da geht er raus. Udes 16. CS prallt in der Seite ab, da drüben. Und geht raus. Seht. Und jetzt ist der weg. Und jetzt hätte ich auch einfach warten können, stehen bleiben können. Aber ich habe mir gesagt, nee, komm, ach, ich fahre weiter hier. Aber, mal gucken. Ich will noch irgendjemanden aufmachen vor uns. Wir sehen es, die anderen, die bleiben alle fleißig hinter uns. Die lassen uns hier schön vorfahren. Ja, da bewegt sich keiner mehr hinter uns. Gucken. Also sowas würde ich euch nicht empfehlen. Ist halt wirklich echt risikoreich, als großer blinder Heavy hier in den Wald drin zu fahren, wo sich ein Stritzwang, Udes und so verstecken. Noch ein Stritzwang S1. Skoda T27 haben wir da drüben. Oh, Stritzwang, da ist er. Der kommt natürlich easy durch, der andere Stritzwang auch in der Seite. Und da sind wir raus. Da sind wir raus. Wir haben hier den Udes haben wir noch aufgemacht. Gibt noch 7. Oh, der gibt noch ordentlich 1300 Unterstützungsschaden. Jetzt hier noch sehr schön. Aber ja, das war dann auch für uns. 3600 Schaden gemacht, 2760 abgewehrt und knapp 2,4 unterstützt. Ist gut, ja. Also kombiniert 6000 ist in Ordnung. Das ist eine gute Runde für den E100. Dann würde ich sagen, gehen wir in die Auswertung. Ja, doch wieder zurück in der Garage. Die Auswerteseiten kommen anscheinend noch nicht mit dem neuen Patch klar. Da sagen sie Probleme. Und deswegen habe ich leider keine Endauswertung für euch. Aber hier habe ich auch Kinder, weil ich aus dem Gefecht raus bin. Oder aus dem Spiel raus irgendwann zwischendurch. Deswegen nicht mehr drin. Aber wie gesagt, wir haben ja hier eine Auswertung. Ungefähr grob Auswertung der 4 Runden. Und da sehen wir ja, was er im Schnitt macht. Was ich im Schnitt mit dem geschafft habe jetzt hier. Und ja, sehr durchwachsen. Wie gesagt, er hat seine Stärken, aber auch ganz klar seine Schwächen. Von daher würde ich ihn nicht unbedingt empfehlen. Er ist meiner Meinung nach kein würdiger Nachfolger vom E75. Klar macht das Spaß, wenn man mit der dicken Kanone pennt und auch in einer Runde mal seine an die 5000 Schaden vielleicht raushaut. Ist aber eher die Seltenheit, wie gesagt. Zwischen 2 und 5000 Schaden, zwischen 2 und 3000 Schaden sind in der Regel drin. Aber ihr habt auch manchmal Runden, die sind einfach mega frustrierend. Da werdet ihr ständig von der Artie stunt und ja. Also wie gesagt, für mich ganz klar nicht unbedingt eine Empfehlung. Denn eher 705 Alpha oder so als super harter Gegenpart oder halt ein Kranwagen oder S-Kong, die kann man super Halldown spielen. Sind nochmal mobiler. VZ55 auch ganz klar Vorteil. Und ja, wie gesagt, klar, wenn man ihn so hinstellt, dann prallt einen nicht ab, aber man hat nicht viel davon, wenn man das Gefecht über nur so dasteht. Ja, wie gesagt, lieber E75, beim E75 stehen bleiben, mit dem seinen Spaß haben und das Geld für andere Autos sparen. Ansonsten, wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da, schreibt mir gerne was in die Kommentare, schreibt mir gerne rein, was ihr von dem haltet. Vielleicht habt ihr ganz andere Erfahrungen mit dem, vielleicht sagt ihr, oh, bester Holzerpanzer überhaupt, lasst mich gerne wissen. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Ciao, ciao.